meine Lieben. Ja, wir befinden uns im Hauptmenü aus einem ganz einfachen Grund. Ich muss mit euch reden. Wisst ihr, es kommt für jeden Mann einmal der Tag, wo er sich entscheiden muss. Setzt er seinen Spielstand fort oder nicht? Und ich muss ehrlich sagen, dass ich heute an genau diesem Tag diese Entscheidung treffen muss. Wir hatten sehr viel Spaß, sowohl in der Welt als auch im Spiel. Wir haben sehr viel rumgeforscht, wir haben sehr viel gemacht, wir hatten sehr viel rumgeblödelt, wir hatten Bugs, wir hatten Erlebnisse, aber in erster Linie hatten wir Spaß. Ganz viel Spaß. Dieser Spaß wurde leider getrübt durch die Bugs, die von kleinen niedlichen Bugs sich zu gewaltigen, spielezerstörenden Bugs entwickelt haben. Dennoch haben wir auf unserer Reise sehr viel gelernt. Wir wissen, wie die Welt funktioniert, was wir machen müssen, was wir sammeln müssen, worauf wir uns konzentrieren müssen. Und ohne weitere Umschweife sage ich deswegen, dass wir heute unseren Spielstand zu Grabe tragen, ihn beisetzen, aber nicht in Trauer, nein, meine liebe Gemeinde, in Freude. Okay, ich kann das nicht. Ich find's wahrscheinlich lustiger als alle anderen. Hi, wie erwähnt, neuer Spielstand ab jetzt, weil es einfach keinen Sinn mehr macht, mit dem alten Spielstand weiterzuspielen. Es gibt einfach zu viele Bugs, zu viele Probleme, zu viele Schwierigkeiten. So ungern ich das mache, starten wir in einem neuen Spielstand. Dementsprechend werde ich auch diesen Part ein bisschen länger gestalten, damit wir ein bisschen Zeug sammeln können direkt zu Beginn. Und warum ist der eine hier in orangenem Anzug? Ich will den im orangenen Anzug. Ich mag den orangenen Anzug. Ah, okay, der ist auch dicker hier und... Ah, die sehen unterschiedlich aus. Cool, habe ich gar nicht gemerkt. Ja, es ist schade, beim letzten Spielstand kamen wir leider nicht so weit. Einfach aus unserer eigenen Dummheit, aus spielerischen Buggründen, aus allen möglichen Gründen. Darum habe ich mich entschieden, jetzt einen neuen Spielstand zu machen, wo wir halt von Anfang an wissen, wie wir vorzugehen haben, um nicht komplett am Poppes zu sein. Und dafür habe ich mir diesen kleinen, süßen, orangenen Typi ausgesucht. Es ist zwar schade, dass wir jetzt komplett wieder am Anfang sind, aber gleichzeitig finde ich auch, ist es eine der lustigen Sachen. Ja, ja, neue Features, alles. Bitte gib mir erstmal hier das ganze Harz, auch wenn ich sehr ungerne in der Nähe von meinem Lager baue, also abbaue, wissen wir ja jetzt, wir können ja später einfach mit Steuerung das alles ebnen, sobald wir halt die nötigen Upgrades haben. Weil wir haben noch keinen Kanister, steht da. Sogar als Info. Aber wir brauchen erstmal Harz, wovon wir ehrlich gesagt hier ziemlich viele haben. Holy moly. Madadoli. Und vor allem auch Gemisch. Also Harz und Gemisch ist ja das Zeug, was wir jetzt in erster Linie am meisten brauchen. Es ist halt schade, weil es fühlt sich jetzt so ein bisschen an, als wären die letzten Parts sinnlos gewesen. Waren sie auch in irgendeiner Weise. Weil die letzten 5 Parts oder so gingen ja nur darum, dass ich dieses TNT haben wollte, um wirklich, ja, mein Lager auszubauen. Und ich saß ja auch vor dem letzten Part nochmal eine halbe Stunde da und habe diese doofen Sachen da erforscht. Einfach nur, um das TNT dann auch zu haben. Aber im Endeffekt habe ich dann gemerkt, es macht keinen Sinn, das hier, darauf hier zu setzen. So, ich glaube, wir haben jetzt mehr Harz, als wir jemals in der Geschichte der Welt hatten. Oh, und wir bauen das sogar mit Harz. Das ist dann sehr praktisch. Genau. Und diese kleinen Plattformen meinte ich nämlich, denn wenn man mehrere von denen baut, dann kommt man nicht in die Bredouille, keinen Platz mehr zu haben. Und das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Naja. Denn, wir könnten theoretisch hier noch einen dran bauen, aber zuerst zerstöre ich hier mal ein bisschen das Gelände, damit wir mehr Platz haben. So. Wir setzen halt jetzt viel mehr auf Platz, weil statt daraus jetzt ein großes Gebäude zu machen, setzen wir hier noch ein paar Felder dran. Oder besser gesagt, wir setzen immer
vor einer, also nach einer großen Plattform noch so ein Feld, bevor wir daraus eine große Plattform machen. Obwohl, können wir daraus noch eine große Plattform machen? Ich glaube nicht, aber wir können halt hier jetzt noch weitere Plattformen dran packen und wir müssen halt aufpassen, dass wir auch wirklich ständig Platz haben, um weitere Plattformen dran zu bauen. Also, hier setze ich als auch nochmal Harz hin. Dann hier bitte auch nochmal Harz. So. Wir bauen das jetzt eigentlich ziemlich gut aus, weil ich meine, wir haben ja auch recht viel Harz gerade gesammelt. So. Und jetzt haben wir hier ganz, ganz viele Verbindungsstücke, die wir nutzen können. Nämlich, wenn wir hier auf die andere Seite gehen, können wir auch hier weiterbauen und alles. Dann können wir jetzt hier anfangen, unsere großen Geländer zu bauen. Ein bisschen weiter weg von unserer Heimatplattform. So wird unser Lager auch ein bisschen größer. Was natürlich auch sehr vorteilhaft ist. Aber ja. Okay, wir können bisher nur Schmelzer und Forschungskammer machen. Für beides brauchen wir Gemisch, was wir nicht haben. Dann bauen wir hier auf der einen Seite den Schmelzer, auf der anderen Seite die Forschungskammer. Und ja. Dann brauchen wir jetzt noch Gemisch. Wir können auch uns keine Verbindungen bauen, weil für Verbindungen brauchen wir auch Gemisch. Und wir haben nicht mal Verbindungen. Okay, das ist krass. Wir haben gar nichts. Naja, was erwartet man auch, wenn man komplett von vorne anfängt? So, ich hoffe, wir ersticken jetzt nicht auf unserem Wege auf der Suche nach Gemisch. Ich glaube... Hä? Bist du Gemisch? Nee, okay, du bist eine organische Pflanze. Weil das Endstück sah gerade irgendwie aus wie Gemisch. Deswegen dachte ich, bist du eine Gemischpflanze? Gibt es sowas? Es wäre eigentlich voll cool, wenn es Pflanzen gäbe, die andere Rohstoffe hergeben. Das wäre echt verdammt cool. Das muss ich sagen. Warum gibt es das nicht? Ich sollte mal beim Entwickler anrufen. Okay, da oben ist ein Forschungsobjekt und da ist Sauerstoff. Dem Sauerstoff bin ich sehr dankbar gegenüber. Weil dann können wir noch ein bisschen länger überleben. Du bist immer noch Harz, wenn ich mich nicht irre. Ja. Yep. Dann sammeln wir noch ein bisschen Sauerstoff. Es ist halt auch so schön, jetzt durch die Gegend zu laufen und nicht das Problem zu haben, dass ja überall irgendwelche Löcher im Boden sind. Ich hoffe auch, dass diese Löcher nicht auftauchen, weil beim letzten Mal sind sie ja auch einfach so aufgetaucht und da vorne ist Gemisch. Kann sein, dass Gemisch eine andere Farbe bekommen hat? Ich habe Gemisch irgendwie anders in Erinnerung gehabt. Okay, und hier ist eine ganz tiefe Höhle nach unten, die schon aussieht wie einer dieser Bugs, aber ich glaube, das ist einfach nur eine tiefe Höhle. Also sieht aus, als wäre das so ein Loch ins Unendliche wie bei den anderen Bugs da in der anderen Welt. Aber ja. So. Ich finde es auch lieb vom Spiel, dass es uns jetzt alles nochmal im Tutorial erklären möchte. Aber Spiel, ich bin ein wahrer Profi. Ich kenne mich damit aus. Sagte er und kam nicht hoch. Ist da auch noch? Okay, da ist auch noch Gemisch. Wir haben hier voll die lange Kante unten. Oh, hier ist auch noch Gemisch. Okay, super. Das ist toll. Dann haben wir ja jetzt ganz viel Gemisch, womit wir auch ganz viel anfangen können, weil Gemisch ist ja noch wichtiger als Harz. Obwohl beides ist eigentlich zu Beginn sehr wichtig und oh, wir haben hier ein kleines Loch durch den Boden gebuddelt, was hoffentlich kein Bug ist. Ich hoffe wirklich, das ist einfach nur eine Schlucht, aber es sieht wirklich halt nach einer Schlucht aus und nicht nach diesem Einkerbung oder wie ich das auch immer nennen soll. Das war ja total merkwürdig, was wir da hatten. So, dann bitte Forschungskammer. Ein Forschungsobjekt haben wir ja da hinten schon. Und, nicht Forschungskammer, Schmelzer. Damit wir uns auch schöne Rohstoffe danach machen können. So, wir haben jetzt Organisches und kleiner Generator. Den können wir uns auch bauen. Auch wenn ich gerade keine Ahnung mehr habe, wofür der kleine Generator war. Achso, mit dem konnten wir Energie erzeugen, indem wir organisches Material da reinpflanzen. Indem ich zum Beispiel das hier mache. Okay. Oh, und ich habe Bytes gewonnen. Okay, man gewinnt scheinbar auch durch sowas Bytes. Das ist cool. Okay, das ist sehr cool. Ach, und ich glaube, deswegen haben wir das ganze Zeug nicht, weil wir jetzt so kleinere Dinge auch noch erforschen müssen. Weil zum Beispiel jetzt könnten wir uns einen Kanister erforschen. Können wir uns noch irgendwas erforschen? Die sind ja anders gefärbt, also sieht man das ja direkt. Nee, können wir... Ah, Verbindungen. Verbindungen sind wichtiger als das Kanisterding. Wohl, können wir immer noch? Ja, wir können immer noch das Kanisterding erforschen. Perfekt. Okay, das mit dem neuen Forschungssystem gefällt mir viel mehr als früher. Verbindungen, dafür brauche ich... Oh, ich habe gar kein fertiges Gemisch mehr da. Ups. Aber einen Kanister kann ich machen.
Dann habe ich ja wenigstens den Kanister und kann auch schon Terraforming betreiben. Das brauchen wir ja auch ganz dringend. Ja. Forschungsobjekt war da hinten. Das brauchen wir jetzt aber nicht ganz so dringend. Wir bräuchten jetzt in erster Linie wieder Gemisch. Und das gab's in die Richtung, glaube ich, noch ein bisschen was, oder? Gab's da noch was? Ich bin mir gerade nicht sicher. Denn wir brauchen das Gemisch, um Verbindungen herstellen zu können. Und dann können wir erst richtig den Planeten erkunden. Aber ich muss sagen, mir gefällt der Planet hier auch vom Design her besser als der alte Planet. Wo wir nebenbei so ein Spiel hier schon spielen, habt ihr eigentlich mitbekommen, dass No Man's Sky jetzt richtig gute Updates bekommen hat? Also No Man's Sky hat sehr viele neue Features dazu bekommen. Da gibt es halt Kleinigkeiten, wie halt, dass man jetzt gegen Bäume fliegen kann, während man die Umgebung umkreist und alles. Aber auch die Abwechslung auf dem Planeten. Also ich finde, No Man's Sky ist richtig, richtig besser geworden. Das finde ich total erstaunlich, weil ich habe wirklich die Befürchtung gehabt, die Entwickler werden das einfach sterben lassen, wegen den schlechten Kritiken zum Spiel. Aber die Entwickler haben sich wirklich dahinter gesetzt und versucht, das Spiel noch zu retten. Weil ich bin ja, ehrlich gesagt, so einer der Befürworter von No Man's Sky. Das sieht mir sehr nach einem Bug aus. Oder? Nee, das ist kein Bug. Das ist wirklich das Terrain. Na dann. Jetzt müsste ich nur noch Gemisch finden, ohne mich zu weit zu entfernen. Ich brauche generell Gemisch und Forschung jetzt, um die ganzen Sachen dazu erforschen, die man früher von Anfang an bauen konnte. Seht ihr, das ist ja eine positive Sache eigentlich an dem Neustart, weil wir erkunden jetzt das Spiel so, wie es jetzt vom Entwickler vorgesehen ist. Nämlich so, dass man nicht von Anfang an alles hat. Finde ich gut. Was ich nicht gut finde, ist, dass wir gerade Sauerstoffmangel haben und der Typ einfach nicht den Sauerstoff von seinem Extruder da abmachen will, sondern natürlich lieber erstickt. Weil, warum auch nicht. Aber ich glaube, wir haben kein einziges Gemisch bekommen, oder? Nee, da war nirgendwo Gemisch. Mist. Wir brauchen Gemisch. Wir brauchen dringend Gemisch. Ich gehe da einfach in die Richtung und hoffe, da irgendwo Gemisch zu finden. Alternativ könnten wir natürlich auch unsere Basis so weit ausbauen, dass die Plattformen bis da hinten reichen und wir überall Sauerstoff hätten, aber ich glaube, das wird nicht so einfach funktionieren. Und ja, ich habe vorhin gesehen, dass in der Wand Gemisch war, aber ich kam da schlecht dran. Ah, aber nein, nicht runterfallen. Aber hier komme ich dran. Yes, ein Stack Gemisch. Dann können wir daraus ja wenigstens schon mal Verbindungen machen. Und das gibt uns schon sehr viele Möglichkeiten. Das muss ich wirklich sagen. Also Verbindungen sind sehr praktisch. Und ich glaube, als erste Mission setze ich mir jetzt erstmal die Erkundung von dem Wrack da hinten. Weil da gibt es ja öfter mal coole Dinge. Haben wir ja schon mal mitbekommen gehabt. Ich glaube, wir hatten damals unseren offenen Einsetzer da draus bekommen. Bevor wir ihn überhaupt jemals gebaut haben oder dann gedacht haben, ihn zu bauen. Ich mag auch das neue Design von den Verbindungen. Ich finde das schöner mit den ganzen Farben. Ach ja, ich bin gerade irgendwie glücklich, dass ich neu gestartet habe. Ich weiß zwar nicht, wie ihr darauf reagieren werdet. Okay, das ist, nee, das ist nichts. Ich weiß zwar nicht, wie ihr alle darauf reagieren werdet. Wahrscheinlich ist es euch egal. Aber, ich bin gerade glücklich. Darüber, dass ich das neu begonnen habe. Da macht das Spiel halt wieder ein bisschen mehr Spaß. Das ist nicht mehr diese Forschungsjagd da. Okay, wir hätten hier einen offenen Einsetzer. Und Materialien. Und zwar Materialien, die wir vielleicht noch nicht so hätten. So, den offenen Einsetzer, den hole ich hier auch schnell mal raus und klicke nicht aus dem Fenster. Das ist das Problem. Das Spiel fängt die Maus nicht, deswegen klickt man hier gerne mal aus dem Fenster. Gibt es hier noch irgendwas? Hier gab es ja manchmal in der Nähe und außen. Hast du gerade das Geräusch gemacht? Ich glaube, das Ding hat sich gerade geöffnet. Hatten wir nicht schon mal sowas? Ich glaube, es ist gerade aufgesprungen und hat sich mit einem lauten Krachen geöffnet. Und da war irgendwas drin. Das gucken wir uns gleich an. Ich fände es halt cool, wenn man auch für das Erforschen von solchen Dingen Forschungspunkte bekommen würde.
Das wär echt verdammt cool. Okay, wir haben einfach nur Aluminium bekommen. Was zu Beginn zwar recht cool ist, aber... Oh, und da hinten ist nochmal... Warum hatten wir das in der alten Welt nicht entdeckt? Oder hatten wir welche und die waren so wenig vorhanden, dass wir es gar nicht realisiert haben, dass wir welche haben? Ich meine... Okay, da hinten ist einfach nur nochmal so ein Ding, aber... Eine organische Ressource brauche ich jetzt nicht wirklich. Aber irgendwas kann ich hier rausschmeißen. Organische Ressource, die eine packe ich hier rein, dann habe ich wieder ein bisschen Platz. Dann ist die Welt auch wieder schön. Da hinten ist noch so ein Wrack. Aber ich hätte halt gerne mehr Gemisch. Für mehr Verbindungen. Das wäre, not bad. Und so. Naja. Das erste, was wir jetzt eigentlich machen sollten, ist nach diesem Forschungsobjekt da suchen. Weil ich habe ja vorhin eins gesehen. Das war irgendwo an einem Baum. Was ist da oben? Habe ich das da gesehen? Ich glaube, ich habe ein anderes gesehen, aber das sieht mir auch sehr nach einem Forschungsobjekt aus, was da oben hängt. Kann ich das von hier unten irgendwie runterheben oder brauche ich dafür eine Art Schiffchen oder so? Nee, ich glaube, das ist auch kein Forschungsobjekt. Aber das, was ich vorhin gesehen hatte, war wirklich ein Forschungsobjekt. Weil das war diese typische Form, die wir auch von Forschungsobjekten her kennen. Das ist ein Forschungsobjekt. Das sehe ich direkt. Und das hole ich mir auch, glaube ich, gleich runter. So. Nämlich, wir haben zwar keine Energie gerade hier, wenn ich mich nicht irre. Ich aktiviere mal, ja, zu wenig Energie. Aber das lässt sich ja ändern, indem wir hier den Generator reinpacken und den mit organischen Materialien dann nach und nach befüttern. Denn wir brauchen momentan sehr dringend diese ganzen Forschungspunkte, um uns ganz cooles Zeug zu machen. Ich glaube, es ergibt sogar in mittlerweile Sinn, mehrere Forschungsstationen zu haben, damit die einfach gleichzeitig laufen. Und ich glaube, eine der ersten Dinge, die wir erforschen sollten, sind irgendwelche Energie, also Möglichkeiten, Energie zu produzieren. Also kleines Solarmodul für 400? Naja, obwohl, kleine Windturbine. Ich tendiere zu kleinem Solarmodul. Ich glaube, wir brauchen das Solarmodul. Und dafür brauchen wir 400 Zeugs. 400 Forschungspunkte. Byte, genau, Byte heißen die. So, dann laufen wir mal in die Richtung. Tun wir es einfach mal. Tun wir so, als hätten wir einen Plan und laufen in die Richtung. Dann ist auch alles schön und dann finden wir bestimmt auch Gemisch. Ach, hier, war hier die Schlucht? Ich glaube, hier war die Schlucht. Oder? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Vor allem, weil hier so viele Löcher sind. Heilige Scheiße, sind hier viele Löcher. Ich mag Löcher nicht. Wann lernt das Spiel endlich? Und ich glaube, ich ersticke hier bald. Aber da wir ja jetzt unseren Kanister haben, können wir ganz tricky hier rüber eine Brücke bauen. Hehe. Nämlich euer Sandron ist ganz schlau, seht ihr? Euer Sandron ist so schlau, dass er gleich erstickt. Aber wir können hier rüber eine Brücke bauen. Und dann das Zeug hier schnell ernten, bevor wir ersticken. Und dann kriegen wir nämlich ein Gemisch-Stack. Dafür hat sich doch die Mühe gelohnt. Für ein Stack Gemisch. Oh, ich glaube, ich hatte noch nie zu Beginn so viel Gemischmangel. Naja, ich habe das Spiel auch nur zweimal begonnen in meinem Leben, aber... Ihr wisst, was ich meine, oder? Ja, klar, ihr wisst, wie es seid. Und ich bin gleich tot. Ach stimmt, ich kann ja rennen. Ah, warum vergesse ich ständig, dass ich rennen kann? So. Dass du keine Energie hast, lieber Schmelzer, das weiß ich auch. Entschuldigung. So, ich kann jetzt erstmal das ganze Zeug hier lagern. So. Der forscht gerade munter und fröhlich. Jupp, tut er. Wie viele Forschungspunkte haben wir schon? 93, 94. Ja, wir haben halt eine sehr niedrige Rate wegen unserem sehr, sehr schlechten Energieversorgungsteil. So, bitte. Hier. Aber wir hätten jetzt Gemisch. Das bedeutet, wir können daraus eine Verbindung machen. Eine ganz schöne Verbindung. Weil mit denen können wir dann jetzt weiter erkunden, in der Hoffnung, noch mehr Gemische zu finden. Irgendwie verbrauchen wir gerade nur Gemische, um Gemische zu finden. Ich sollte auch die ganzen Forschungsobjekte da holen. Also ich gehe mal jetzt in die Richtung. Und nein, 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 nein. Du connectest bitte. Also, haben die Farmer eigentlich was zu bedeuten oder sind sie einfach nur random? Ich glaube nämlich, die sind einfach nur random.
So, dann holen wir uns jetzt hier oben, sobald wir die Verbindung hier irgendwo in die Nähe platziert haben, holen wir uns hier oben das Forschungsobjekt. Genau. Und damit laufen wir erstmal zurück. Ich glaube, das hatte ich auch vorhin gesehen gehabt, weil ich habe zumindest ein Forschungsobjekt in dieser Form gesehen. Und das da hinten ist wahrscheinlich dann auch ein Forschungsobjekt. Auch wenn es mir ein bisschen zu sehr gewabbelt hat dafür. Aber ich kam da einfach wahrscheinlich nicht dran. Schätze ich. Hoffe ich. Und das da ist auch eins. So. Kann ich auch mit dem Forschungsobjekt rennen? Naja, nicht wirklich. So, das Forschungsobjekt platzieren wir dann irgendwo hier. Ich glaube, ich baue mir gleich eine zweite Forschungsstation einfach. Damit es schneller geht. Ich habe doch hier gerade. Ah, hier war es. Genau, Forschungsobjekt. So. Denn wir brauchen zu Beginn so viele Bytes. Naja, wir brauchen, glaube ich, jetzt generell in dem Spiel sehr, sehr viele Bytes. Aber mir gefällt das System. Mir gefällt das System wirklich viel mehr als das vorherige System. So, jetzt bauen wir hier mit Harz. Oh, haben wir kein Harz mehr? Echt jetzt? Okay, das habe ich nicht erwartet. Naja, aber Harz war ja hier zu Genüge überall. Oder nicht? Oder doch? Hier war doch. Ah, hier ist Harz. Ja, ich habe schon gehört, dass das Forschungsding aufgehört hat, aber wir können ja auch gleich ein bisschen organisch sammeln. Jojo. Der Anfang ist halt jetzt ein bisschen langsamer, weil man so viel erst erforschen muss. Aber gleichzeitig. Man fühlt sich eher, als hätte man was geschafft. Formulieren wir es so. Ich hatte halt die letzten Parts auch das Problem, ich habe mich nach jedem Part, den ich aufgenommen habe, so gefühlt, wenn ich diesen Part jetzt lösche, fällt es niemandem auf. Einfach weil wir irgendwie nichts geschafft haben. So, bitte eine zweite Forschungsstation. Natürlich braucht sie ja Gemisch. Weil, warum auch nicht? Die ganze Welt hier braucht Gemisch. Ohne Gemisch geht gar nichts mehr. Das wissen wir doch alle. Ohne Gemisch kriegst du jetzt keinen guten Job mehr auf dem Arbeitsmarkt. Da wirst du einfach ausgemistet bei den Bewerbungen. Da hast du keine Chance mehr. Du brauchst immer Gemisch. Wenn du dem Personalleiter nicht einfach so ein Klotz Gemisch direkt vor die Nase klatschst, dann wirst du nicht genommen im Job. Das kriegt man jetzt mittlerweile schon in der Vorschule beigebracht. So. Ich glaube, das sollte genug organisches Material erstmal als Energiequelle sein. So. Das kann ich ja hier auch überall platzieren. Oh, Verbindungen haben wir auch kaum noch. Und warum trage ich das Aluminium eigentlich mit mir rum? Wenn ich sterbe und das verloren geht, hasse ich mich. Joa, aber wir brauchen immer noch Gemisch. Das ist die traurige Wahrheit. Warum gibt es hier so wenig Gemisch in der Nähe? Das will ich ja gar nicht wahrhaben, du. Sie ist schlimm. Sie ist sehr schlimm. Da hinten, das Wrack hatten wir noch nicht, glaube ich. Ich glaube, dann laufe ich hier so ein bisschen. Ah, da oben ist Gemisch. Nein, ich wollte das nicht öffnen. Das ist halt das Doofe. Jetzt, da es den Katalog gibt, muss ich immer zweimal auf Q drücken, um mein Inventar wieder zu schließen. Davor musste ich nur einmal Q drücken. So, komm her, kleines Gemisch. So eine riesige Gemischquelle wie diese Harzquelle gleich zu Beginn auf diesem Planeten. Das wäre schön. Das wäre echt schön. Wenn man so kein Gemisch der Welt mehr bräuchte. Naja, in diesem Extractor kann ich ja angeblich auch. Ah, stimmt, wir haben ja keinen Extractor mehr. Ich habe ja herausgefunden. Ah, hier ist noch eine Quelle. Das ist schön. Dann sollten wir ein bisschen was an Gemisch haben erstmal. So. Mir ist gerade eingefallen, wir haben ja keinen Extractor mehr. Weil wir haben ja im letzten Part herausgefunden, wofür der eigentlich da ist. Kommt jetzt ein Sandsturm? Tötet mich gleich der Sandsturm oder ersticke ich zuerst? Fragen über Fragen. So. Hi Sandsturm. Lauf da mal ein bisschen zurück, okay? Hättest du was gegen? Nein? Okay, dann tschüss Sandsturm. Wie langsam wir laufen durch ihn. Aber ich glaube, wir haben Glück und er zieht vorbei. Zieht er vorbei, zieht er vorbei. Nicht wirklich, nicht wirklich, nicht wirklich, nicht wirklich, nicht wirklich. Ich habe immer noch keine Ahnung, was passiert, wenn man direkt dem Sandsturm ausgesetzt ist. Ich glaube, man kann da leicht sterben. Okay, jetzt sind wir mitten im Sandsturm. Doof. Sehr doof. Das gefällt mir nicht. Darf ich zurück? Bitte. Lässt du eine kleine Glühbirne bitte zurück zu ihrem Ursprungsplatz? Ich werde dir da sehr dankbar, Spiel.
Sehr, sehr dankbar. Bitte nicht treffen. Ich... Au, au, das hat weh. Nein, au. Tot. Okay, jetzt wissen wir, warum Sandstürme gefährlich sind. Das ist doch schön. Oh, und hier sind ganz viele Planeten. Bist du ein toller Planet? Ja, du bist ein ganz toller Planet. Oh, du bist so ein braver Planet. Oh, das ist ja unser Planet. Ups. Warum sieht unser Planet so langweilig aus im Vergleich? Ja, spawn einfach direkt wieder beim Sandsturm, der dich gerade umgebracht hat. Naja, wenigstens. Wenigstens sehen wir immer noch gleich aus und wenigstens ist der Sandsturm jetzt weg. Dann können wir auch unser Zeug wiederholen, was ja genau da liegt. Hallo, toter Astronaut. Kann ich auch einfach alles looten oder so? Nein, natürlich muss ich alles einzeln machen. Ich glaube, wir haben uns schon mal darüber beschwert. Jo. Wenigstens geht ja nichts verloren. Hoffentlich. Also ich weiß nicht, ob irgendwas verloren gegangen ist. Falls ja, habe ich es nicht gemerkt. Aber ich glaube... Achso, deswegen haben wir einen Platz weniger, weil wir unseren Kanister da nicht ausgerüstet hatten. So, nein, ich will nirgendwo hinzeigen spielen. Ich möchte nämlich jetzt... Hatten wir nicht noch ein weiteres Forschungsobjekt? Ich weiß es nicht. Forschungskammer, Gemisch, genau, bitte noch eine zweite. Ah, hier ist das dritte Forschungsobjekt, ich war schon verwundert. So, dann bitte jetzt hier rein und dann bauen wir uns noch einen Kanister, Generator meine ich, nicht Kanister. Und den platzieren wir jetzt auch hier drauf und da kommt jetzt auch organisches Material und dann ist alles gut und dann erforschen wir doppelt so schnell und wir sind gut. So, wie viel haben wir denn mittlerweile? 270, okay. Wird die Rate eigentlich größer, wenn wir hier noch einen zweiten Kanister dran packen würden? Generator? Theoretisch ja, aber ich will mein Gemisch gerade nicht verschwenden. Denn ich will jetzt erstmal meine Verbindungen. Obwohl, theoretisch können wir jetzt eigentlich nichts mehr machen, außer auf Forschung warten. Ach, der erforscht ja gar nicht. Der erforscht gar nicht. Weil ich das noch nicht gestartet habe. Deswegen ist es so lahmarschig noch. Ups. Jetzt sollte es schneller gehen, oder? Ja, 94, ja. Obwohl, gleich könnten wir was erforschen. Leuchtfeuer und Arbeitslicht könnten wir schon mal. Nein, Habitat war es nicht. Wo war denn das ganze Zeug? Stimmt, wir wollten ein kleines Solarmodul für 400. Nein, ich wollte es nicht schließen, aber danke, Spiel. Was ist das denn? Achso, Energiezellen. Und Filter? Sauerstofftank? Können wir dann mehr Sauerstoff tragen? Das wäre interessant. Aber ich möchte zuerst Solarmodule, weil Solarmodule sind sehr praktisch, vor allem im Bereich der Forschung. Also wirklich unfassbar praktisch. Achso, ich wollte schon mich beschweren, warum kann ich denn Verbindungen erforschen, wenn ich das schon erforscht habe? Aber okay, mittelgroßer Generator, da kann ich wahrscheinlich dann mehrere... Okay, ich kann es nicht drehen. Dann kann ich wahrscheinlich mehrere organische Dinger reinpacken. Forschung, Kanister, Mineralextraktor. Ah, okay, hier sind dann die ganzen Plattformen. Treibstoffkondensator, Handelsplattform, Hämmer, Geländeanalysator, Mineralextraktor. Mittelgroßer Rover, offener Einsitzer, Winde, Shuttle, geschlossener Einsitzer, Habitat, Schmelzer. Achso, nee, hier sind auch Plattformen. Den Drucker bräuchten wir jetzt eigentlich. Theoretisch. Am ehesten. Ich bin gerade am Kämpfen. Solarmodul oder Drucker? Ich glaube, Solarmodul wäre schlauer. Weil dann müssten wir nicht ständig hier alles reinfüllen, um zu erforschen. Dann wird's das Solarmodul. So, bitte erforschen. Für dich brauche ich, glaube ich, Kupfer, wenn ich mich nicht irre. Kleines Solarmodul. Ja, du brauchst Kupfer. Kupfer hatten wir ja zum Glück schon gefunden. Hier Kupfer. So, dann bauen wir uns gleich zwei Stück davon. Ja, wir verbrauchen unser Kupfer darauf. Ich weiß, dass ich eigentlich noch ein großes Solarmodul irgendwann bauen kann, aber das liegt in ferner Zukunft. Ich will erstmal... Heilige Scheiße, blendet das Ding. Das ist auf einer Seite cool, aber auf der anderen Seite, mein Gott, blendet das. Weil jetzt haben wir auch eine höhere Forschungsrate. Genau. Wenn wir hier denn noch ein Forschungsobjekt reinpacken würden.
So. Wie hoch ist jetzt die Forschungsrate, wenn wir die Forschung auch starten? Ich vergesse das ständig. 174. 174 pro Minute? Das ist ordentlich. Dann sage ich mal... Forschungsobjekt. Weiteres Forschungsobjekt suchen. Ich glaube, ja. Ich glaube, es wird jetzt wieder ein weiteres Forschungsobjekt sein müssen. Hängt hier noch irgendwo am Baum was? Ja, da vorne. Und hier. Dann hole ich erstmal die hier am Baum. So, du bist ja auch ein schönes kleines Forschungsobjekt. Genau. Dich kriege ich auch problemlos runter. Dann da oben war doch was. Wo habe ich denn was gesehen? Ich habe es gerade aus den Augen verloren. Ach, da. Da war was. Okay. Dann laufe ich da mal kurz hin. Da ist aber auch was. Ja, ich glaube, es gibt jetzt mehr Forschungsobjekte als früher. Weil man das, die Bytes ja auch dringender braucht als die Forschung früher. Da so viel ja nicht erforscht ist zu Beginn. Finde ich gut. Also ich finde es wirklich besser, wenn man mehr freischalten muss, als wenn alles von Anfang an freigeschaltet ist. Ah, jetzt. Okay, ich muss scheinbar kurz E drücken. Deswegen habe ich es auch vorhin nicht runterholen können. Das erklärt jetzt einiges. Ich muss halt kurz E drücken, um das Ding runterzuholen. Keine Ahnung warum. Obwohl das eigentlich ja mein Werkzeug rausholen würde. Aber hier ist mir auch Schnuppe, warum ich das machen muss. So. Einzig allein ein Fahrzeug hätte ich gerne. Stimmt, ich habe gar nicht geguckt, wie viel die Fahrzeugbucht kosten würde. Und wo ich die Fahrzeugbucht herkriege. Und ehrlich gesagt, ich bin gerade am Überlegen, ob eine dritte Forschungsstation mich umbringen würde. Ich glaube nicht, aber ich glaube, ihr würdet mich umbringen. Obwohl, eine dritte Forschungsstation? Eine dritte Forschungsstation? Nee, ich krieg dann zu viele Probleme mit... Obwohl, solange wie das Zeug immer braucht... Ich meine, das hier braucht noch 26 Minuten. Und das hier braucht noch 23 Minuten. Ich glaube, da wäre eine weitere Forschungsstation nicht mal so schlecht. So, liebes Harz, komm bitte hierhin. So, und da müsste ich jetzt noch zweimal Harz dran bauen, aber ich glaube, ich habe hier jetzt erstmal kein Harz auf Lager. Das bedeutet, ich muss das Harz irgendwie selber auftreiben. Aber Harz gab es doch hier wie Sand am Meer, wenn ich mich recht erinnere. Wo war denn die nächste Harzquelle? Es ist wirklich, sobald man das Harz braucht, weiß man nicht mehr, wo es war. Man sollte es immer aufsammeln. Ah, hier ist es. Ich habe mich schon nicht beschwert. Harz, komm her. Ja, ich weiß, die Landschaft sieht danach nicht so schön aus, aber wir haben ja einen Kanister. Wir wissen dieses Mal auch, wie er funktioniert. Yay. Oh mein Gott, ich bin so jämmerlich. Ich bin so schlecht in diesem Spiel, aber es macht mir so viel Spaß. Na, obwohl, ich finde, mittlerweile bin ich recht guter Astronier-Survivaler geworden. Findet ihr nicht auch? Ja, ja, ich finde es schon. Ich finde es wirklich. So. Dann. Harz. Forschungskammer. Gemisch. Und dann erforsch mir bitte noch ein Objekt. Stimmt, die Energie wollte ich ja noch irgendwie klären. Momentan hat da ja gar nichts Energie, weil die Sonne gerade weg ist. Ich finde es so dämlich, dass das Forschungslager kein Energieaufbewahrungssystem hat, also Batterie oder sowas. Also kein Akku so gesehen. Ihr wisst, was ich meine, oder? Wisst ihr, was ich meine? Wisst ihr das? Ich rede viel zu hell, das tut so weh in der Stimme. So, noch ein bisschen organisch, genau. Dann packe ich das jetzt auch mit Kanistern voll. Also packe ich die Kanister mit organisch voll, so rum. So. Kann ich noch einen weiteren Kanister Generator bauen? Ja. Kann ich machen. Und ich glaube, ich habe gerade mein letztes Gemisch dafür geopfert. Ja, habe ich. Weil ich doof bin. Ja, weil ich sehr doof bin. Naja. Wenigstens haben wir jetzt Energie. Das ist ja auch was sehr Vorteilhaftes.
Und naja, vielleicht sollte ich auch statt einfach, dass das Forschung, die Forschungsstation hier alle anderen mit Energie befruchtet, hier die Forschung starten. 210 Forschung pro Minute, das ist ja was Schönes. Batterie, Sauerstofftank, nein. Schmelzer, Boostmodus, Drucker. Fahrzeugbucht, kostet 1000. Dann baue ich mir, glaube ich, zuerst den Drucker. Also, baue ich nicht, sondern erforsche ihn. Dann können wir den auch hier dann dran klatschen. Obwohl, will ich ihn hier dran? Ja, komm, ich will ihn hier dran. So. Kann ich kein doppeltes Harz irgendwie, weil ich kein Harz habe. Stimmt. Da war ja was. Man braucht Harz, um Harz zu platzieren. Das ist eine sehr wichtige Erkenntnis, möchte ich nur nochmal betont haben. Ohne Harz kann man kein Harz platzieren. Aber hier ist ja noch ganz viel Harz versteckt. So. Erstmal alles schön sammeln. In der Hoffnung, noch ein Stack hier zu bekommen, damit ich zwei Stacks habe. Aber ja, ja, das wird noch ein Stack. Ja, ja. Hier ist genug Harz. Warum haben wir hier so eine riesige Harzquelle? Ich meine, okay, man braucht zu Beginn ganz viel Harz. Aber Gemisch wäre irgendwie... Na wohl, ohne Harz keine Plattform und ohne Plattform kein Gemisch. Aber der Vorteil am Gemisch ist, man kann Verbindungen machen. Aber wenn man keine Plattform hat, hat man keine Forschung und damit keine Verbindungen. Also Harz ist da schon, glaube ich, ganz wichtig. Ja, ich bin ein wahrer Sherlock, ich weiß. Und hier ist sehr viel Harz, das muss man wirklich sagen. Wie tief geht es denn noch runter mit dieser Quelle? Bitte sag mir nicht, bei den Gemischquellen hätte ich auch noch so weit runter gekonnt. Naja. Erstmal hier wieder Sauerstoff holen, bevor ich hier komplett ersticke. Und... Drucker. Aluminium. Aluminium braucht das Ding. Natürlich. Natürlich, das ist nicht mit normalen Stoffen zufrieden. Das braucht Aluminium. Direkt Aluminium. Habe ich hier überhaupt... Ich hatte doch hier irgendwo Aluminium, oder nicht? Hatte ich nicht Aluminium gefunden? Oder bin ich blöd? Also, ihr braucht es mir nicht zu beantworten. Ich weiß, dass ich manchmal ein bisschen dümmlich bin, aber ich hatte doch auch Aluminium. Ich habe doch hier irgendwo Aluminium hinplatziert. Ich bin bescheuert. Ich weiß. Naja, dann würde ich sagen, packen wir hier überall organische Materialien rein, damit es schön weiter forscht. Wie viel haben wir gerade? 300? Und ich lasse es dann mal forschen offscreen-mäßig. Ich glaube, so werde ich es jetzt öfter machen, dass ich die Forschung einfach offscreen durchlaufen lasse. Und es immer mit organischen Materialien befeuere oder halt von der Sonneneinstrahlung her energisieren lasse. Keine Ahnung, wie ich es formulieren soll. Aber ja, ich würde sagen, das war's dann mit dem Part. Ich hoffe, ihr findet es nicht allzu schlimm, dass wir jetzt eine neue Welt angefangen haben. Ich würde sagen, auf Wiedersehen, Leute. Euer Sandoro. Wahoo!